Hallo und herzlich willkommen auf Moxgau, deinem Kanal für interessante Lego-Sets und spannende Eigenkreationen aus Klemmbausteinen. Wir schauen uns heute das Mond-Neujahrs-Eis-Festival an. Das ist das zweite Set aus den chinesischen Neujahrs-Sets für dieses Jahr, für 2022. Das erste Set haben wir uns ja schon angeguckt. Das war ja auch schon sehr interessant mit den sechs kleinen Köstlichkeiten sozusagen, die 80108. Und das hier ist das größere der beiden knapp 1500 Teile. Wieder jede Menge Minifiguren, jede Menge bedruckte Teile, jede Menge Teile, die hier das erste Mal vorkommen oder in seltenen Farben vorkommen. Also auf jeden Fall lohnend, wenn man auf der einen Seite sich für das Thema interessiert oder die Teile ausschlachten will. Denn dafür sind diese Sets immer sehr interessant. Sie sind immer nur kurz auf dem Markt, also maximal ein Jahr, eher kürzer, wenn die Verfügbarkeit quasi zur Neige geht. Ansonsten ist das hier eher was als Nischenprodukt gilt. Denn von den Videos, die ich bisher dazu gemacht habe und auch von dem, was ich so gehört habe, ist das Interesse eher überschaubar. Ich finde es trotzdem einen kleinen Geheimtipp und es sind immer sehr besondere Sets, die sehr viel Spaß machen. Also schauen wir uns mal das Set aus der Nähe an. Also hier seht ihr die Eislaufbahn und auf den ersten Blick fällt euch schon auf, da gibt es jede Menge durchsichtige Teile im Hintergrund und bedruckte Teile. Unten seht ihr die ganzen Minifiguren. Dann sehen wir hier die ganzen Minifiguren nochmal in groß. Vor allem dieser Tiger ist interessant. Das ist ja das Jahr des Tigers, was wir jetzt haben. Hier seht ihr nochmal in groß, quasi in 1 zu 1. Das sind auf jeden Fall Minifiguren, die sich super auch einsetzen lassen außerhalb des asiatischen Settings. Die haben zwar schwarze Haare alle, aber das finde ich jetzt nicht so ein Problem. Shia gibt es dazu. So einen, weiß nicht, so ein Wagen mit irgendwas zu essen ist das da. Sind, glaube ich, die Räder vom Rollstuhl. Ansonsten gucken wir nochmal hinten drauf, was dieses Set bietet an kleinen Ideen und Spielmöglichkeiten. Also man kann hier offensichtlich Hockey spielen. Dann gibt es so eine Wand, wo man Fotos machen kann mit Tiger und Eis irgendwas, Eisbär. Keine Ahnung, kriegen wir gleich raus bestimmt. Und dann gibt es da offensichtlich noch einen Schlittschuhverleih und das ist in dem kleinen Häuschen da, was da am Rand der Platte zu sehen ist. Das Ganze sieht auf jeden Fall mal ganz anders aus wie die anderen Sets von Lego, die wir bisher in diesem Setting kennen. Sehr detailverliebt und ich bin schon sehr gespannt, was mich erwartet, wenn ich die Packung aufmache. So, ihr könnt natürlich dieses Set, wenn ihr meint, spekulieren zu müssen, als Spekulationsobjekt kaufen, aber ich persönlich würde sagen, Leute, kauft euch die Sets, die ihr auch aufmachen wollt. Denn was wollt ihr mit einem Set oder was heißt, was wollt ihr damit? Aber wie zufriedenstellend ist es, wenn ihr ein Set habt, was nachher nur rumsteht und euch juckt es eigentlich in den Fingern, das aufzubauen? Dann müsst ihr es wegpacken irgendwohin, dann wisst ihr nicht, was mit den Teilen passiert. Ich sage nur so viel: Brittle Brownies, also die braunen Teile von den Sets, die knapp 10, 12 Jahre alt sind, die sind auch nicht mehr gut. Also Sets sind aus meiner Sicht nicht zum Spekulieren da, sondern zum Bauen. So, das ist der ganze Kram, der drin ist. Jetzt haben wir alles gesehen. Natürlich nicht. Nee, wir gucken uns die Tüten an. Also den Karton stellen wir hier auf die Seite. Den finde ich nämlich eigentlich ganz schick. Der wird auch bei mir nicht überleben, der Karton. Der wird natürlich in den Müll wandern. Ah, was sehe ich hier? Weiße Platten, schon mal ganz interessant. 16x16 Noppen, zwei Stück. Ist auf jeden Fall interessant. Ist jetzt, als weiß ist, glaube ich, jetzt keine seltene Farbe, aber ist, glaube ich, auch keine so mega häufige Farbe. Ist mir zumindest noch nicht so oft über den Weg gelaufen. So, dann haben wir hier natürlich ein Anleitungsbuch. Das machen wir auch gleich auf. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, das müsst ihr mir vielleicht erklären für diejenigen von euch, die da mehr Einblick haben. Ich verstehe nicht, warum diese Sets so wenig Resonanz erzeugen. Es ist tatsächlich so, dass die Videos werden wenig angeklickt dazu. Hm? Keine Ahnung. So, dann ist das hier unsere Fotowand. Die hat tatsächlich zwei Seiten, interessant. Also zwei Tiger. Wir haben hier das Jahr des Tigers. Und auf der Rückseite haben wir einen Tiger und dieses komische Eis, diese Eisskulptur. Das hat sicherlich irgendeine Bedeutung. Jetzt ist es so, man kann sich natürlich über den Hintergrund noch mehr informieren. Und es gibt tatsächlich auch zu diesen ganzen Symboliken noch mehr Hintergrund, den man wissen kann. Mich interessiert es aber nicht so sehr, weil ich mich für den Spielwert und das interessiere, was jemand quasi unbedarft, sozusagen aus Kinderperspektive erlebt, wenn er dieses Set so sieht. Und was mich da begeistern kann, was ich verstehen kann, die chinesischen Schriftzeichen verstehe ich eh nicht. So, also die Anleitung, wie ihr seht, ist sehr dick. Ja, sehr dick. Es sind 320 Seiten. 330 Steps, bis man dann nachher fertig ist und das ganze Teil aufgebaut hat. In ganz bekannter Manier hier mit dem hellblauen Hintergrund.
Und haben wir vorne irgendwas Besonderes? Nee, man wird natürlich wieder auf die App verwiesen. Überall Apps, 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 Apps. Ihr wisst, ich bin ein App-Verweigerer. So, und hier sieht man so ein bisschen, wie das aufgebaut wird in den verschiedenen Stadien. Also, das ist, verspricht hier eine interessante Bautechnik zu werden mit diesen quergelegten Panels, die übrigens hier in einer neuen Farbe drin sind. Glaube ich, auch eine Farbe, die es so noch gar nicht gibt. Irgend so ein Pearl-Ton ist das, glaube ich. Also, hier seht ihr dann, dass das Häuschen auch seitlich offen ist. Und dann ist man am Schluss dann bei Tüte 12, glaube ich, fertig. Oder geht es noch weiter? Nee, Tüte 13. Also bis Tüte 12 sieht so aus. Und dann geht es weiter mit Tüte 13. Und da ist dann alles aufgebaut. Ja. So, gucken wir mal rein, was uns in den Tüten so erwartet. Die Anleitung parken wir hier oben. Achso, zu dem Teil hier. Ich habe gesehen oder gelesen, das Ding soll Pappe sein. Es kommt mir jetzt nicht so vor wie billige Pappe, aber ja, doch, es ist eher Plastik. Ich würde tatsächlich eher sagen, dass es Plastik ist. Es steht zwar drin, Cardboard by Rebrickable, glaube ich, aber ich würde eher sagen, dass es Plastik ist. Oder zumindest so, dass ich es nicht erkennen kann, dass es Pappe ist. So, fangen wir mal an bei irgendeiner Tüte, die uns über den Weg läuft. Oder hier halt Tüte 1, nehmen wir die hier. So, da sehen wir noch eigentlich nichts Besonderes. Ich sehe hier große Bricks, das ist schön. 2x8er in weiß. Einen Dark Turquoise Teiletrenner. Ansonsten, ja, orangene Blätter. Übrigens, dieses Set hat diese Blätter, diese Lego-Blätter in weiß. Wenn ich sie jetzt nicht finde, dann wisst ihr es, aber sie sind in weiß drin. Das ist auch eine neue Farbe. So, erste Tüte weg. Gucken wir, was es noch gibt. Es ist immer ganz interessant, vorher mal reinzugucken in die Sets, um rauszufinden, was alles so drin ist. Es erhöht die Vorfreude. Also, hier sehen wir auch ganz viele weiße Teile. Das ist jetzt Tüte Nummer 6. Ah, da sehe ich schon was ganz, ganz Neues, Seltenes. Nämlich hier einen Pinguin in einem so perlmuttartigen Blauton, auch leicht durchsichtig. Der ist meines Wissens in der Form und in der Farbe auch einzigartig bisher. Ja, ein cooler Pinguin. Den gibt es, glaube ich, in dem Set auch nochmal mit einem normalen Druck, wenn mich nicht alles täuscht. So, nächste Tüte, das ist hier so Kleinzeug, nichts Besonderes. Bricks Modified, hier eine Figur ist noch mit drin. Hier noch einen Arch in weiß. Das ist nichts Besonderes. Können wir gleich wieder auf die Seite legen. Ha, hier ist noch was Interessantes. Hier wird es jetzt transparent. Also hier seht ihr die Teile von diesem Tigerkostüm, der auch diesen Tigerschwanz so ein bisschen durchspitzeln. Wo ist er? Gucken wir auf die andere Seite, da seht ihr ihn besser. Hier guckt der Tigerschwanz durch, ja? Genau, da ist der Tigerschwanz von der Tigerfigur und jede Menge durchsichtig hellblaue Teile, also Trans Light Blue wird es sein. Und da sind auch ganz spannende Teile drin. Da ist zum Beispiel hier so ein Technik-Zahnrad. Da ist nicht so ein richtiges Zahnrad, ist da drin. Und ich habe auch gesehen, es gibt diese klassischen Headlight-Bricks. Das sind, glaube ich, die 4070er. Die sind ja auch in Trans Light Blue drin. Das ist ganz spannend. Die habe ich so noch nie gesehen in der Farbe. So. Genau, hier sind sie schon. Hier in dieser Tüte, da ist auch diese Round Plate hier in Trans Light Blue drin. Man sieht es vielleicht gar nicht ganz so gut. Aber das sind Teile, die es bisher in den Farben, glaube ich, noch nicht gab. Kann eine echte Bereicherung sein für eure Teilesammlung. Ach, was ich auch noch sehe, hier hinten seht ihr diese Lampions durchspitzeln. Die gab es letztes Jahr schon zum Jahr des Ochsen, diesmal zum Jahr des Tigers. 4 Stück sind diesmal hier drin im großen Set. Im kleineren ist einer, glaube ich, nur drin. Das heißt, man kriegt dieses Jahr nur 5. Letztes Jahr gab es mindestens 10 Stück drin im Frühlingslaternenfest. Das ist leider dieses Jahr ein bisschen mau, weil es ist immer toll, so einen Teil in der Sammlung zu haben. Vielleicht gibt es es nächstes Jahr auch wieder mit dem nächsten chinesischen Tier, was dann kommt. So. Jetzt haben wir hier diese interessant gefärbten Panels drin. Das ist ein perlmuttartiger, leicht transparenter Weißton. Das ist meines Wissens neu als Farbe. Seht ihr hier, die könnten ganz interessant sein. Wenn man da irgendwie mal Eis darstellen möchte, sind die natürlich super gut geeignet. Vielleicht fallen euch auch noch andere Verwendungen ein. Ja. Da
Es ist ganz gut, dass sozusagen man die Objekte direkt dahinter sehr klar sieht und ein bisschen weiter weg sieht man dann nicht mehr so gut. Das könnte ich mir vorstellen, zum Beispiel als Sichtschutz für irgendwelche Fassaden oder sowas kann man das vielleicht einsetzen. Das ist natürlich eine sehr krasse Farbe mit diesem Perlmutt-Glanz vor allem. So, Fisch ist noch drin in, ich glaube, Lime. Boah, das war es, glaube ich, an den richtig interessanten Teilen. So, nächste Tüte. So, da haben wir jetzt hier ein interessantes Teil drin. Das hatten wir letztes Jahr schon im Frühlingslaternenfest. Das ist dieses Teil hier. Das ist eine Plate. Eine Kategorie, glaube ich, Wedge Plate. Und das Teil hat ein bisschen eine andere Plastiksorte in der Verwendung, weil diese Stellen hier natürlich Sollbruchstellen sind, wo das Teil so schmal wird. Das ist ein bisschen weicheres Plastik. Da können wir uns auch überlegen, wie sich das langfristig entwickelt, ob das stabil bleibt, ob das vielleicht brüchig wird. Wenn Lego mit Plastikzusammensetzung experimentiert, ist es natürlich immer so ein bisschen ein Testballon. Ja. Was noch interessant ist, sind hier diese Minifigurenschilde. Die haben wir auch schon gesehen als quasi Halterung für Dächer im Baumhaus zum Beispiel. Hier in Braun ist es eine schöne Farbe. Es ist deutlich besser verwendbar als dieses Dunkelrot, was wir im Baumhaus hatten. Wir haben hier wieder diese Lampignon Bommeln da hier in Pearl Gold, Gold Pearl, wie auch immer. Und ansonsten viel Dark Turquoise. Schauen wir mal weiter. So, gucken wir mal, ich glaube, das ist das Häuschen hier, was ihr hier baut. Ja, das ist ganz viel Bright Light Orange. Oh, eine furchtbar Bright Light Yellow, glaube ich, Tür. Eine furchtbare Farbe, ich mag die gar nicht. Und noch hier einen Radar-Dish, glaube ich, ein bisschen in Metallic. Ganz viel kleines rotes Zeug. Sieht jetzt nicht so interessant aus. Aber ich glaube, das wird interessanter hier. Nee, das ist auch nicht so interessant, glaube ich. Gucken wir gleich rein. Ja, hier. Hier sehen wir diese. Das sind eigentlich so Kristalle. Die sind, glaube ich, hier in Dark Orange drin. Das ist wahrscheinlich irgendwas zum Essen. Da könnt ihr mich jetzt belehren in den Kommentaren, was das traditionell Chinesische ist, was man da essen kann. Und das ist, glaube ich, hier in diesem Zylinder dann drin, den wir dann gesehen haben bei den Minifiguren als Transportkarren mit Rädern, wo man dann die Leckereien draus essen kann. Ja, das kann man natürlich auch umdefinieren, wenn man das irgendwie anders einsetzt auf einem deutschen, europäischen Jahrmarkt. Also das ist jetzt kein Teil, was jetzt unbedingt so asiatisch-chinesisch zwingend ist. So, was noch interessant ist, hier ein blaues Regal oder ein Schrank, ja, mit, glaube ich, Türen. Hat der Türen? Ja, Türen oder Schubladen könnt ihr da reintun. Gehen natürlich auch Schubladen, die ihr schon habt. Kein neues Teil, aber eine interessante Farbe. So, was noch? Ja, hier sind jetzt die weißen Blätter drin, von denen ich vorhin erzählt habe. Hier seht ihr die? Ja, also die grünen und die weißen im direkten Vergleich. Weiße Blätter sind natürlich immer toll als Deko. Die kann man gut in einer Fassade verwenden. Überhaupt, wenn ihr Häuser baut, sind die Teile hier zum Ausschlachten durchaus geeignet. So, was noch? Ja, das ist hier der Baum, den ihr baut. Den seht ihr vielleicht auf der Verpackung, wenn ihr genau hinguckt hier. Der hat nämlich ein interessantes Teil im oberen Bereich. Das ist der Schnee sozusagen, diese Schneespitze, die darunter rutscht. Das ist in der Farbe, glaube ich, auch neu. Das Teil an sich ist, glaube ich, auch noch nicht so alt. So, dann gibt es hier noch Zubehör, Minifigur-Zubehör. Hier den Schläger fürs Hockey. Ja, Kleinzeug. Ah ja, die Skier sind auch noch unten drin. Dann noch ein paar große Teile hier, noch mehr Panels, also da sind einige drin. Ich hatte mal, glaube ich, gezählt und war auf, glaube ich, knapp 18 gekommen. Muss ich nochmal prüfen, ob das stimmt. Erzähle ich euch dann beim Bau oder nach dem Bau. 2x6er Dark Turquoise Bricks sind auch noch drin und das müssten hier 2, 4, 6, 8, 10, ist das ein 16er? Ja, das müsste ein 16, 1x16er Brick sein. Davon sind, glaube ich, zwei Stück drin hier in Weiß. Also auf jeden Fall auch große Bricks enthalten. Sieht ein bisschen so aus, als wäre das in der Support Structure unten in der Basis drin. Also so Farben, die man eigentlich nach dem Bau nicht mehr sieht. So, letzte Tüte. Da haben wir jetzt noch ein paar große Bricks drin, große Platten. Hier eine große Wedge Plate ist noch drin. Und viel Weiß natürlich, Grau, bisschen Dark Tan ist auch noch dabei. Also zum Bricks-Ausschlachten durchaus gut geeignet.
Hier unten ist, glaube ich, noch was Interessantes. Ja, das ist hier ein Brick. Den sieht man jetzt von der Seite nicht ganz so ideal. Die kennt ihr als bisher Curved Bricks, nur quasi um eine Kante abzudecken, abzurunden. Jetzt gibt es die auch als Eckelement. Das ist ganz geschickt, um damit auch schöne, weiche Ecken darzustellen. Ja? Das könnte in noch mehr Farben natürlich auch durchaus interessant werden. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass solche interessanten neuen Teile dann nicht in so Allerweltsfarben rauskommen, wie Schwarz, Dark Bluish Gray, Light Bluish Gray, Reddish Brown. Das fände ich sehr, sehr schön, wenn wir da irgendwie so, wenn das neue Teil kommt, so ein paar Standardfarben haben könnten. Das ist aber natürlich wieder eine Frage des Geldes. Also, hier seht ihr nochmal die Anleitung. Das wird auf jeden Fall interessant zu bauen, gerade mit den neuen Teilen. Ich bin schon sehr gespannt, werde euch das Ergebnis natürlich nicht vorenthalten in einem Review. Schreibt mir, was ihr denkt. Sind diese Sets interessant? Sind sie nicht interessant? Was ist mit den Teilen? Ist das was, was ihr verwenden könnt? Ich freue mich über jeden Kommentar. Schreibt mir was rein. Ich beantworte alles. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch den Daumen hoch. Lasst vielleicht sogar ein Abo da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder auf meinem Kanal auf MoxScout.